Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 als Force-Projekt zusammen mit dem McBarnus, den Sachs Let's Player und der Werner vom Burning Gamers. Hallo. Hallo. Sag mal, Werner, ist Werner dein Nick oder hast du auch irgendwie was anderes? Nee. Wie ist dein Nick? Ich hab keinen Nick. Gar keinen? Wobei ich mich jetzt mittlerweile schon angewöhnt habe, mich im TS umzubenennen, damit mich nicht jeder anstupst bei uns. Oder den TS so einzustellen, dass man nicht anstupsen kann. Das haben wir jetzt auch gemacht, ja. Okay. Aber du willst ja community-nah sein und da geht das halt auch nicht. Das stimmt, aber dir bringt es nichts, wenn du bei den Aufnahmen ständig angestupst wirst. Ja, genau, das ist halt das. Ja. Das ist ja auch viele, was viele nicht checken, Alter. Dann schreibst du das, ey, hör mal, ich bin gerade in der Aufnahme, können wir uns später mal eben unterhalten. Dann werden die meist noch frech. Ja. Ja, für sie ist die Art und Weise, wie du es den Leuten immer rüberbringst. Oh, lol. Weißt du, die Prinzessin ist zu Ende. Und wieder. Ja, da müssen wir neu gucken. Vorne wieder anfangen. Oder? Aber nicht mehr heute. Morgen wieder, gell? Heute nochmal? Nee. Morgen wieder, gell? Ja. Gell? Pferdchen war auch mit bei? Ja. Schön. Wie heißt das schon? Maximus. Ja. Sehr schön. Ja. Meine Frau hat jetzt den Vormittag damit verbracht, zum 15. Mal Rapunzel zu gucken mit meiner Tochter. Oh. Unsere Tochter. Die will den ganzen Tag Rapunzel gucken, das ist, oh nee. Und das Pferdchen Maximus ist auch immer dabei. Ja, herrlich. Ist da nicht Dirty Teddy noch? Ich hab einen User, der heißt Dirty Teddy. Achso, okay. Also in Zuschauer. Er meint den Teddy, den ich geschenkt habe zu Weihnachten. Ach, den hast so. Du mit Dirty Teddy geschimpft. Hast du genannt. Ja, stimmt. Den gibt es natürlich noch. Der sitzt bei ihr im... Oh, den kann man gar nicht umsingen. Der sitzt im... Also schläft jede Nacht mit dem Bettchen. Der sitzt ja auch den ganzen Tag davon, mal gesehen, aber... Ja, da nimmt aber auch halt das halbe Kinderbett ein. Das halt ja. Das. Aber er muss mit ins Bett, weil... Ja, da passt ja auf, dass nichts passiert. Hm? Ja, ja, so ist das. Ach, Kind sein müsste man... Unbeschwerte Lebensweise. Hatte schon was. Ja, hatte was? Ja, denke ich schon, oder? Wärst du lieber nochmal 18 oder wärst du lieber, also bist du lieber da, wo du jetzt bist? Allgemein gesehen. Hm. Boah, mit dem gleichen Wissen? Nee, mit dem Wissen vom 8, vom, wo du wieder 18 warst. Genau, wie du 18 warst. Oh, das ist schwierig. Das ist jetzt schwierig. Mal einen Arbeitskollege gefragt, tatsächlich. Ja. Und ich habe geantwortet, ich bin lieber da, wo ich jetzt bin. Ja. Würde ich auch intendieren. Warum? Weil mit 18 haben wir nur Quatsch gemacht. Ja, war doch keine daran. Ja. Da hast du doch keine Sorgen und so einen Scheiß. Da hast du einfach. Was? Den... Mit 18 hast du keine Sorgen? Nee. Da gingen erst die Sorgen los. Da musstest du alles selber bezahlen. Ja, aber du hast noch nicht dein so krasse Sorgen. Lehrlingsgeld. Ja. Aber die einzige Rechnung, die du bezahlen musst, ist mal vielleicht ein bisschen Geld zu Hause und die Handyrechnung, Alter. Dann aber Ende. Heute kommt ein ganzer Batzen Rechnung. Ja, gut, aber du wolltest ja Auto fahren als Beispiel, ne? Also bei uns, ja. Also wenn du auf dem Dorf wohnst, ist das, war das das Wichtigste. Die absolute Priorität, irgendwie sich fortzubewegen. Man hat sich so krass gefreut, dass man endlich den Autoführerschein hatte mit 18. Da war dir das Auto fast egal. Hauptsache du konntest fahren, also. Erstmal zwei Tage im Kreis gefahren, weil es Spaß gemacht hat. Genau. Ja. Wer fährt du, hast das mal, du bist erstmal jede sinnlose Strecke gefahren und das mindestens 10 Mal. Ja. Einfach nur, weil du fahren konntest. Ein Kollege von mir ist mit dem Hund gegangen, mit dem Auto. Ohne Witz. Ah, hat er eine, ja, das ja, kenne ich, ja, kenn ich. Das kenne ich. Alter, jetzt endlich mal um die Drecks bauen. Letzter. Warte, versuch den dann noch irgendwie zu richten. Okay, dann warte ich noch eben mit Absägen. Ich rede mit Werner. Achso, du bist da, okay. Geht schon. Mach den Sams auf die andere Seite.
Ich säg jetzt ab. Noch? Warte, ich will nur noch halbwegs gerade richten. So okay, jetzt. Ich säg jetzt ab. Warte. Hör doch mal auf daran rumzuspielen. Er sägt jetzt ab. Mit Ansage, ne? Ich säg jetzt ab. Er sägt jetzt ab. Ansage an den Baum. Jetzt ab. Wir sägen ab. So, da bist du dann nochmal drauf, glaube ich. Wir uns doch mal die Scheiße von hier oben anschauen, was die da unten fabrizieren. Das ist aber auch ein herrliches Gebiet, ey, muss man echt so sagen. Das Hof ist riesig. Was war das denn, Randy, ey? Keine Ahnung, da braucht man Widerstand im Wasser. Ich hole jetzt, die Fräse, Alter. Halt. Ich glaube, den Trailer, den Randy wegfährt, ist der letzte, oder? Kann das sein? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vielleicht woanders hinziehen? Also, ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass das die letzte Folge FDR Logging ist, ja. Was natürlich nichts daran ändert an unserer Arbeitsmoral hier, denn was wir hier haben, werden wir ja mitnehmen. Ja, ne? So wie auch das Geld. Ich komme. Entschuldigung. Ja, so wie das Geld. Deswegen sollten wir versuchen, vielleicht fix noch die Bäume so schnell wie möglich zu verladen. Haben wir noch einen Langholz-Trailer? Der fährt gerade weg. Ach so, der ist ja gar nicht voll. Komm, lass da noch was draufhauen. Wir haben noch 10 Minuten. Hier den Grün können wir noch voll machen. Können wir ein bisschen Rambazamba machen. Können wir wenigstens Kohle noch mitnehmen, oder? Genau. Macht schon Sinn. So, dann erzählt mal, wie hat es euch denn hier gefallen? Seid ihr wehmütig? Okay, die Map scheint eine emotionslose Map gewesen zu sein. Also ich hatte schon, aber tatsächlich hatte ich schon... Okay. Sind sie trotzdem weggefahren für sie? Ja, ist klar, fahren die weg. Ah. Da kennen die nichts, man sieht uns zu los. Okay. Der Große, der wollte ja nichts mehr mitnehmen. Man sollte den Artikel dann noch voll ballern und dann hochfahren. Was sagst du, Renny? Großes meines Erachtens nach, bleib auf der einen Seite wäre maximal. Naja, ist ja wurscht, ist jetzt eh weg. Dann, ist so eh weg, ist richtig. Lass mal die IT-Runner noch voll ballern hier. Ja. Glaube ich, brauchst du ein bisschen mit dem Kirovetz darunter. So. Das kommt noch dazu. Als letzte Folge tue ich hier erstmal schön fräsen. Und mal hier am liebsten. Beim Deutz? Ah ne, du hast ja keine. So schön, ja, mussten wir den ganzen rechten Hang abgeerntet. Mussten wir ja verkaufen hier. Bitches. Ja. Der war nicht mehr tragbar finanziell, glaube ich. Hat's Maul. So, wie viel hat der IT-Runner? Aufsatz? 5 Meter? 6 Meter? Ich bin mir nicht sicher. Mal messen. Ich glaube, 7 haben wir mal geschnitten. Ganz falsch. So. Ja, das Geld nehmen wir natürlich mit und unser Equipment auch, aber wir werden natürlich auch versuchen, jetzt mal hier neue Mods reinzubekommen. Ja. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir hier mal ein bisschen was anderes auch sehen und vielleicht auch mal noch ein bisschen Technik mit reinkriegen. Wir haben ja forstmäßig haben wir ja hier echt nur die Standardsachen. Also das ist nicht so schön. Finde ich. So. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Skidder. Mein großer Traum, ein Skidder. Da, da, da. Wow. So, Mr. Manus? Ja, hier ist einer. Bist du da mal ran? Oh Mann, der flutscht die ganze Zeit weg, oder? Oh, da flutscht so hässlich durch die Zange. Was ist denn das für ein blöder Bug, ey? Di-di-di. Leckt mich doch am Arsch, ey. So,
Wollen wir schon verraten, welche Map, oder wollen wir uns das lieber als Geheimnis? Ich würde sagen, wir lassen es als Geheimnis. Wir geben einen kleinen Tipp, es wird ein Forstprojekt werden. Ja, das stimmt allerdings. Naja, musst du immer alles verraten? Ja, es tut mir leid, ich konnte nicht halten. Da kannst du den von deiner Seite mal noch ein bisschen rüberstupsen hier, den einen da. Ja. Den kleinen Querulanten. Eigentlich der Freezy, ne? Ist ja unser kleiner Querulant. Ich wollte mal zwischenfragen. Wissen wir überhaupt schon welche mit? Die auch so. Ja. Hier anscheinend nicht. Und was ist ein Querulant? Oh, weißt du nicht? Nee. Da würde ich mal Wikipedia fragen. Ja. Frag mal Wikipedia. Ein Querulant ist einer, der... kennst du nicht diese, diesen Begriff Quengeln? Nee, Quengeln ist ja... Dein Kind quengelt? Ja, das kenne ich. Ja. Querulant, ja, keine Ahnung. Einer, der sich über alles beschwert. Einer, der nicht das macht, was man ihnen sagt. Einer, der immer... In der Computersprache... Was sagt man in der Computersprache, wird man auch Antimate sagen wahrscheinlich. Antimate, ja. Was? Also ein Widerständler. Ja. Ein Rebell. Ein Rebell. Das hört sich cooler an. Ja. Was sagst du für sie? Das hört sich cooler an, Rebell. Hörst du gerne einen Rebell? Nee. Du musst ja altes Live spielen. Sorry. Oder einfach Urlaub auf einem anderen Kontinent machen. So, kommt, dass wir das noch schaffen, würde ich sagen. In den Sumpf macht mir nicht mal mehr die Fräse Spaß hier, ey. Aber Freezer, du könntest wieder fahren, theoretisch, oder? Nee, besser nicht. Besser nicht? Ich würde auch mal eine hochfahren. Ja, lass mich ganz kurz Stricke rummachen. Ein, zwei zumindest. Ah, falsch. Jo, reicht schon. Und so. So. Okay. Naja, in 3 Minuten ist Pause. Ich gehe jetzt schon mal Pause machen. Ja, gut, dass ich Stricke rumgemacht habe. So ein dummes Ding. Ja, genau, ey. Bleib stehen! Bleib! Wie so ein Schlitten, ne? Alter, ohne Witze. Alter, ist doch nicht dein Ernst hier, oder? Kackding, ey. Mann. Ach, Menno. Wollt ihr das Holz noch abgeben, ey? Kann man das nicht mal normal irgendwo hinstellen? So, jetzt bleibst du da stehen, sonst raucht's hier. Wenn wir den entlassen jetzt, für die nächste. Wenn wir den jetzt zurücksetzen, ist er dann leer oder voll? Leer. Ah, okay. Habe ich vorhin am eigenen Leib gespürt. Ja? Ja. Okay, was? So, wo ist denn eigentlich Randy? Oh, der ist schon fast unten. Was da? Ja, ja. Was ist mit dir? Spaß da? So. Ich hoffe, du schämst dich genug. Jetzt da. Wer denn? Wisst ihr, auf was ich mich am meisten freue auf der neuen Map? Hm? Auf den Verkaufstrigger. Für die Fahrzeuge. Einfach ganz normale Sachen, ne? Ja. So, Füße, jetzt zählst du schon mal zusammen, was wir alles haben? Ja. Und du stellst die Spedition, ja? Ja, ich gucke, ob alles noch okay ist oder ob wir vielleicht neue Trecker bräuchten oder so. Und noch alle Schrauben sitzen, der das Luftdruck ist. Auch Wartung spielt eine große Rolle in den Projekten. Pflege einfach der Maschinen. Weil es gibt immer welche, die einfach sehr unpfleglich behandeln und da muss man hinterher sein. So. Genau. Wie zum Beispiel, Kosten sind nicht so teuer wie Reparaturen. Wie zum Beispiel beim IAC, da muss ein bisschen Öl nachgefüllt werden, aber sonst ist da noch Top-Door. Ja gut, aber der ist ja eher Benzin nachfüllen. Also Diesel, der verbraucht ja bestimmt mehr Öl wie Diesel. Ja. Schön, was ist denn hier? Ist hier nicht irgendeiner mit einer Fräse vorne rumgefahren? Ah, wahrscheinlich nicht alles gesehen. Der hört auch kein Stück zu, ne? Ohne Witz. Was denn? Er hat keinen Bock mehr. Ja, das höre ich ja ständig von ihm, das habe ich ja schon ausgeblendet. Alter, was ein kleiner Spinner, Alter, wo ist der, ey? Er macht gerade die Fliege.
Ja. Soll ich das noch wegfahren, fix, oder? Geht ja, der? Warum nicht? Ja. Also mir ist egal. Das höre ich öfters von dem. Wir sind durch. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Ja, gut. Wir fahren jetzt noch weg, wir übernehmen das Geld dann einfach mit in die nächste Folge, ja. Genau. Da warten wir noch. Ist aber auch, da sagst du zu mir, ich höre nicht zu, ne? Posten. Ich hab Hunger. Oh, guck dich an. Weißt du vielleicht schon, was es gibt zum Mittag? Weiß ich noch nicht. Ah, okay. Fuck. Ich glaube, du kannst abmoderieren. Das. Ich stell mich jetzt gechillt zum Randy. Genau. Ja. Hast du mal kurz eine Zeit? Ich glaube, du kannst abmoderieren. Glaube ich wohl auch, aber. Das ist schon mal die Fahrtrichtung. Das ja, die Fahrtrichtung ist schon mal, ne? Aber ich muss dann an die andere Seite nochmal ran. Also, du weißt ja nicht, was es zu essen gibt? Nee, woher denn? Vielleicht hast du Wünsche geäußert. Oh, einmal frei. So, ich bin wieder auf Kurs. Wer kocht denn? Die Schwiegermama? Ja, sie ja. Wo wohnt die? Im selben Haus oder was? Nein. Ich müsste 20 Minuten laufen, glaube ich. Okay, läufst du? Nicht mal, Entschuldigung. Ich wollte gerade fragen, läufst du auch oder gehst du nur? Ich laufe natürlich. Ja. Okay, also lässt dich hinfahren. Grauenhaft. Nee. Frau ist gelaufen, das Auto steht doch hier. Ach, nimmst das Auto und fährst. Mhm. Wenn du ETS noch aufnehmen willst, mach das jetzt nicht lustig, weil sonst laufe ich und dann wird's noch später, Junge. Wir werden ja hier stimmt was nicht. Ja, eindeutig. Es wird einfach Zeit, glaube ich. Ja. Die Map ist ein bisschen tricky. Die Map ist ein bisschen tricky. Ach, jetzt stopp dich doch nicht dagegen. Willst doch auch. Ja. Oh. Sehr schön. Wirklich mega weit bis da runter, ne? Ist ja, ja. Der kommt dann moderier ab. Dann bleibt mir das Geld halt, also fast noch runter und dann den Kontostand übernehmen wir ja dann 1:1. Ja, gut, meine lieben Leute. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei den anderen drei vorbei. Die stehen unten in der Videobeschreibung. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.